Mein Name ist Hendrik Otto, ich arbeite seit April 2010 im Restaurant Lorenz Adlon Esszimmer am Pariser Platz im Hotel Adlon. Also was macht für mich einen guten Koch aus? Als allererstes natürlich mal ein Bezug zur Natur, Leidenschaft für die Produkte, Respekt vor dem Produkt, was man zubereitet, dass man weiß, okay, da steckt viel Arbeit dahinter. Und natürlich, man sollte Menschenfreund sein, gern mit Menschen arbeiten und gern auch Gastgeber sein. Also Kochen ist Teamwork auf jeden Fall. Bei uns ist es einfach elementar. Es nützt nichts, wenn ich da vorne stehe und sage, das ist meine Arbeit. Es funktioniert nur, wenn auch der Kleinste in der Küche funktioniert, wenn der Spüler perfektes Porzellan hinstellt. Jeder, der bei uns arbeitet, hat für mich den gleichen Stellenwert. Was mir an Berlin besonders gut gefällt, ist einfach eine Stadt, die pulsierend ist, wo immer was Spannendes passiert, ob es kulturell ist, ob es politisch ist, ob es kulinarisch ist. Diese Mischung dieser Stadt, das gefällt mir schon sehr. Was mit der Preis Berliner Meisterkoch 2012 bedeutet, es war natürlich für uns, Punkt A, erstmal eine Überraschung. Und für mich persönlich und ich glaube für das ganze Haus, Hotel Adlon, ist es eine große Ehre. Ja, auch ein Stück weit für dieses Jahr Repräsentant kulinarisch für Berlin zu sein.